Herzlich willkommen zu Summer in Mara. Ja, dieses Spiel ist vor 2 Tagen bei Steam veröffentlicht worden und ich habe mich irgendwie sofort da drin verliebt, als ich die Videos gesehen habe und habe mir gedacht, vielleicht wäre es auch was für den Channel, das könnt ihr jetzt bestimmen. Es wäre schön, wenn ihr in den Kommentaren reinschreibt, also ich mache jetzt so ein kleines Angespiel davon, es wäre schön, wenn ihr in den Kommentaren reinschreibt, ob ihr mehr von dem Spiel sehen möchtet und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal das Spiel. So, und da sitzen wir nun. Okay, Screenshots funktionieren hier auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, warum wir jetzt hier oben auf dem Haus sitzen und warum wir jetzt aussehen wie ein Junge. Ich dachte eigentlich, dass wir Mädchen sind. Aber okay, wir können auch ein bisschen näher ranzoomen. Aber wir können irgendwie nicht ausstehen. Warum, weiß ich noch nicht. Ah, Moment. Doch, mit Space konnte ich jetzt gerade aufstehen. Dann gucken wir mal, was wir jetzt überhaupt tun können. Also, ist ein bisschen blöd, muss ich sagen. Fängt es jetzt an, weil es irgendwie keine Einleitung gibt und nichts. So, wir können Werkzeuge herstellen, die wir aber nicht herstellen können, weil wir keine Rezepte haben. Mit der Werkbank ist es das, mit der Werkstatt ist es das Gleiche. Küchenrezepte haben wir auch keine. Und schlafen legen können wir uns offensichtlich auch nicht. Ja, die Maus ist irgendwie... Ach, da ist jemand, mit dem wir sprechen können. Die Maus ist auch irgendwie ziemlich hektisch, muss ich sagen. Ich schau mal eben, ob man sich das einstellen kann, dass das nicht ganz so hektisch ist. Ja, also man kann das Ganze nicht einstellen. Man kann sich zwar angucken, wie die Bedienelemente sind, aber das war's dann auch. Dann sprechen wir einfach mal mit der guten Frau hier. Koa, warst du wieder auf dem Dach? Nein, ja, ja. Ich habe dich doch gerade runterkommen sehen. Gibt es etwas, das ich für dich tun könnte? Auf der Insel gibt es immer wieder etwas zu tun. Wir brauchen Orangen, um Saft fürs Frühstück zu pressen. Ich bin zu alt, um sie zu holen. Orangen für die Dame, aber natürlich. Okay, sammle 3 Orangen, um Saft fürs Frühstück zu pressen. Also, was ich schon mal sagen kann, oder was ich zumindest vermute, laut dem, ja, was man bei Steam sieht, dass man hier so einige Sachen farmen muss. Ich denke mal, dass man hier auch... Das muss man sehen, kann ich aber nicht sehen. Okay. Warum steht denn da, dass ich sehen soll, wenn ich es nicht kann? Okay. Dass man sich hier um diese Insel wohl kümmern muss und dementsprechend dann auch Sachen sammeln muss. Die strahlt uns hier so freundlich an und ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt doch... Moment. Ach, du bist ein Küken. Ich dachte gerade irgendwie, die hat ein Ei gekriegt. Da hinten sehen wir was. Können wir dich da runterholen? Ah, perfekt. Okay, also die Orange konnten wir jetzt schon mal holen, aber wir brauchen 3. Laufen können wir auch. Oh, wir könnten mega hoch springen. Oh, wir können auf den Baum springen. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Wahnsinn. Ja, was bist du denn für eine? Hallo? Ich würde dich gerne füttern, aber ich darf leider die Dinger nicht klauen hinten. Sagst du, ach, eine Eule, wie süß. Und hier soll wohl eigentlich das Gehege der Schweinchen sein, aber irgendwie haben die keine Lust, im Gehege zu sein und bleiben lieber außerhalb vom Gehege. Ist natürlich auch nicht schlecht. Also für die Schweinchen ist es nicht schlecht. 3 haben wir, glaube ich, schon, aber ich schnappe mal noch ein... Ah, nee, doch, jetzt haben wir 4. Ich schnapp mir noch ein paar mehr. Man weiß ja nicht, wofür man die noch gebrauchen kann. Und schaue mich dabei auch mal ein bisschen um. Hier gibt es noch eine Höhle. Da kann man anscheinend auch noch was farmen. Okay. Das sieht auch ganz interessant aus hier. Okay, das sollte jetzt auch erstmal genug sein. Ja, okay, nehmen wir die eine hier noch mit auf den Rückweg.
So, dann gehen wir mal schnell wieder zur, ja, Großmutter ist es ja nicht zurück. Ich habe gerade keine Ahnung was genommen. Ich glaube, es waren Würmer. Ich denke mal, dass wir vielleicht auch angeln können später. Hui, ich kann viel höher springen als du. Oh, da ist noch ein Bäumchen. Das treten wir auch. Wir sind ja heute ganz brutal unterwegs. Wobei ich immer noch nicht verstehe, dass ich das hier nicht. Also ich kann sehen, aber ich kann auch gleichzeitig nicht sehen. Steht drauf, aber ich darf oder kann nicht. So. Hier hast du die schönen Orangen, die schönsten Orangen der Insel. Ich danke dir sehr. Dieser Saft ist köstlich. Ich fühle mich voller Energie. Das freut mich zu hören. Vergiss nicht, Koa. Mit Speis und Trank gewinnst du jedes Herz. Jetzt müssen wir ein neues Ackerfeld vorbereiten. Gut, ich schaue dir von hier aus zu. Oh nein, nein, du bist doch schon ein großes Kind. Das kannst du auch selber. Nimm dir eine Hacke und bereite das Feld vor. Danach kannst du diese Karottensamen anpflanzen. Ah, ich hab's geahnt. Zum Schluss musst du noch Wasser aus dem Brunnen holen und die neu gepflanzten Samen gießen. Muss ich danach duschen gehen? Wenn du dich schmutzig machst, ja. Ja, es klebt doch immer etwas Schmutz an mir. Okay, also ich habe jetzt die Orangensamen, wollte ich gerade sagen. Die Orangen gegen Kartoffelsamen waren es, glaube ich, oder Karottensamen, meine ich, ausgetauscht. Und ich habe ein neues Rezept erlernt, und zwar den Orangensaft. Sehr schön. Ich habe auch ein neues Werkzeug, nämlich die Hacke. Bereite mit der Hacke ein Ackerfeld vor, um Karotten anzupflanzen. Okay, wie kann ich die Hacke denn benutzen? Also, nehme ich einfach hier stehe und E drücke. Okay, ja, warum auch nicht? Gut, ja, perfekt. Dann machen wir das einfach so. Ich dachte, wir könnten das jetzt auswählen mit 1, 2, 3 oder so. Die dürfen wir wahrscheinlich noch nicht machen, ne? Vorbereiten können wir sie schon mal. Oh. Anscheinend habe ich auch den Salat irgendwie. Ja. Jetzt habe ich aber was angepflanzt, ne? Genau. Nee, ernten will ich das nicht. Achso, kann ich nur einmal, dann kommen da fünf raus. Okay. Hole Wasser aus dem Brunnen. Oh, ich bin so ein richtiger. Oh, da geht. Ah! Da geht ja schon die Hälfte daneben. Hilfe. Ja. Ach so, einfach drüber laufen. Ja, gut. Die Felder sehen nach der Aussaat so toll aus. Ja, nass und matschig, ne? Okay. Alles ist fertig, Madame. Gut. Jetzt brauchen wir etwas Feuerholz. Ich habe aber leider meine alte Axt verloren. Wir müssen wohl eine neue anfertigen. Kann ich das machen? Aber sicher, warum nicht? Du brauchst nur einen Stein und ein bisschen Holz. Toll, dann habe ich meine ganz eigene Axt. Wir werden sehen. Hier, nimm die Materialien, geh ins Haus und baue in der Werkstatt die Axt. Danach treffen wir uns am alten Baum. Wo ist denn der alte Baum? So, wir haben ein neues Rezept für ein Werkzeug. Eine Axt, welch ein Wunder. So, dann sollen wir die einmal. Oh, was ist das denn? Ich brauche etwas, um die Truhe zu öffnen. Ja, vermutlich den Schlüssel, der angezeigt wird. Schade, aber okay. Werkstatt. Keine Werkstatt. Werkzeuge. Ja, ich habe gedacht, in der Werkstatt kann ich die Werkzeuge machen, aber okay. Akzeptieren. Jetzt haben wir eine Axt. Ich muss mit dieser Axt vorsichtig sein. Sie ist sehr scharf. Okay. So, wenn du mir jetzt noch sagst, wo dieser komische. Ach, da hinten. Alte Baum ist bei der alten Dame da hinten. Hallo. Ja, schau dir diese Axt an. Gut, als nächstes müssen wir diesen Baum fällen. Oh, der Baum tut mir leid. Mir tut er auch leid. Wenn wir der Natur etwas nehmen, müssen wir es ihr auch zurückgeben. Wir leben in Mara. Der große Ozean, der uns umgibt, ist voller Leben. Wenn wir die Natur für uns nutzen, ist es auch unsere Pflicht, sie für die Dinge zu entschädigen, die wir uns genommen haben. Wir sind Teil dieses Kreislaufs. Koa, nichts von dem, was du siehst, gehört dir. Mara hat es uns nur geliehen. Das gefällt mir. Soll ich den Baum jetzt fällen? Ach, das ist aber schnell zu überreden. Was sagt man? Danke, lieber Baum. Nimm einen Samen. Wenn du den Baum gefällt hast, pflanze den Samen irgendwo auf der Insel ein. Das ist ein fairer Tausch. Pinienkern, okay.
Okay, dann sagt mir mal, wie ich das machen kann. Ich würde diese Aufgabe nicht geben, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass du sie erledigen kannst. Ja, das ist ja schön. Ich will auch nicht mit dir sprechen. Muss ich dann. Ah, ich muss doch. Leere Hand. Okay, ich muss also doch die 1 dann drücken. Okay. Baum fällt. Oder auch nicht. So, wie pflanze ich denn den Samen ein? Irgendwo auf der Insel. Ich würde sagen. Fällen? Hier ist doch gar nichts. Ich würde sagen, ich würde den gerne hier einpflanzen. Ernten? Pinienkern. Ernten. Da. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt einfach nur immer gedrückt. Oh, die Orangen sind auch schon wieder zurück. Okay. Das geht wohl ziemlich schnell hier. Muss ich denn. Ich denke mal, da muss ich auch wieder was Wasser holen, oder? Gucken. Mein ganzes Wasser ist schon draußen, bevor ich ankomme. Hilfe. Ja. Ich versuche das hier alles nass zu machen, aber ich glaube, das war irgendwie gar nicht nötig oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. So, und jetzt habe ich einen gepflanzt. Und nun? Der Baum ist jetzt angepflanzt. Ich hoffe, der wird richtig groß. Wenn du dich gut um ihn kümmerst, wird er bestimmt riesengroß. Ich werde ihn jeden Tag gießen, ja. Also gut, Chor. Möchtest du ein neues Rezept lernen? Wir machen heute Orangenmarmelade. Das Rezept ist sehr einfach. Geh nach Hause in die Küche und bereite sie zu. Einmal Zucker haben wir bekommen, okay. Die Frage ist nur, haben wir dann alles, um die Marmelade zu machen? Ich weiß es nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Mal gucken, was der uns sagt. Bumm. Einmal vor die Tür gelaufen. So, Küche. Orangenmarmelade. Kann ich anscheinend machen. Brauche ich 3 Orangen für? Weiß ich nicht. Oder ich hatte noch 3. Die Marmelade ist lecker. Ich werde Jaja etwas davon bringen. Ich möchte das jetzt aber trotzdem wissen. Nee, ich habe immer noch 3 Orangen. Irgendwie brauchen wir dann nur den Zucker für. Besteht die Marmelade nur aus Zucker? Okay, wo ist sie denn jetzt schon wieder? Ach, hier unten. Hui. Hallo, Jaja. Jaja, probier mal die Marmelade zu essen. Oh, gibt es Fisch zum Abendessen? Nein, ich glaube, da hat einer den Köder geklaut. Das kommt darauf an, ob sie anbeißen oder nicht. Wir werden sehen. Hast du Lust, leckeren Fisch zu kochen? Dann hör gut zu. Ich gebe dir das Rezept, Koya. Du brauchst einen frischen Rotflossenwels. Dann schneidest du ein paar Karotten. Warum kommen nie Piraten dabei vor? Und dann fügen wir. Hey, Jaja, warum kommen nie Piraten hier vorbei? Bitte? Hast du mir zugehört? Ich kann sie vom Berg aus sehen. Sie bleiben immer weit weg und kommen nie hierher. Vielleicht, weil es hier nichts Interessantes für sie gibt. Unsere Insel ist winzig. Aber wir haben das Tor und die Quelle, Nio und Nao. Unsere Insel ist wunderschön. Das stimmt, aber wir pflegen die Insel ja nicht für andere. Wir pflegen sie, weil es wichtig ist, sich um sie zu kümmern. Auch wenn ich manchmal weggehe, komme ich immer wieder zurück. Wegen dir und unserem Haus. Und selbst wenn ich einmal weg bin, kann ich nicht aufhören, an die Insel zu denken. Unser Zuhause ist wie ein Spiegelbild dafür, wie wir über uns selbst denken. Wir müssen uns doch selbst gern haben, nicht wahr? Das stimmt. Nun, worüber haben wir geredet? Übers Abendessen. Ach ja, aber wo war ich stehen geblieben? Nun, es ist nicht so wichtig. Es wird langsam spät, Koa. Ich brauche Treibstoff für das Boot. Fülle den Tank und bringe ihn zum Anlegeplatz. Natürlich, Madame Haku. Du hast ein neues Rezept, Harzschwimmer. Okay. Sammle Treibstoff von der Quelle am Tor der Wächter und bringe ihn zu. Ja. Am Tor der Wächter. Also, ich habe hier sowas wie ein Tor gesehen, aber wahrscheinlich ist es nicht das. Jaja hat gesagt, dass es in dieser Höhle früher Fledermäuse gab. Aber jetzt sind sie weg. Das sieht mir so wie so ein Wächtertor aus. Ist das Treibstoff? Okay.
Ich habe den Tank aufgefüllt. Sehr schön. Braver Junge. So. Aber warum eigentlich Junge? Ich meine, auf dem Bild war das doch ein Mädchen. Das verwirrt mich total. Ich habe mich voll auf so ein süßes kleines Mädchen gefreut. Oh, jetzt ist die blöde Kuh schon wieder abgehauen. Ey, ich drehe hier durch. Immer muss man die woanders suchen. Ist eigentlich sowas wie eine Map? Nee, anscheinend nicht. Da die Essen machen will, denke ich mal, ist sie jetzt zu Hause, oder? Aber drinnen kann ich ja nicht mal mit ihr sprechen. Ja, ihr arbeitet viel. Aber sie passt immer auf, dass ich nicht in die Nähe gefährlicher Sachen komme. Ja, das ist auch richtig so. Wenn ich Schokolade einpflanze, wächst daraus ganz bestimmt neue Schokolade. Ob das so einfach funktioniert, das weiß ich allerdings nicht. Vielleicht hätte er mal das eine oder andere mal besser. Ach, da ist sie. Besser zuhören sollen. Und pass auf dich auf, Jaja. Weißt du noch, worum ich dich gebeten hatte? Wonach hattest du mich gefragt? Schokolade. Wenn du hier bleiben willst, kann ich das Boot nehmen und welche kaufen. In ein paar Jahren kannst du mich vielleicht in die Stadt begleiten. Das Meer ist sehr gefährlich. Versuche nie allein mit dem Boot hinauszufahren. Und was ist mit dir? Naja, also schön. Ich erlaube dir alleine zu fahren. Tschüss. Ja. Ich werde Jaja ein Abendessen kochen und sie überraschen. Am besten probiere ich das leckere Fischrezept aus. Mal sehen. Erstmal muss ich einen Rotflossenwels in den Teich fangen. Jaja hat ihre Angel mitgenommen. Ich mache mir in der Werkstatt einfach meine eigene. Ich brauche nur ein paar Materialien. Ja, und welche? Holzstab, fertigende Werkzeug, eine Angel. In der Werkzeug. In der Werkstatt eine Angel an. Und wo kriege ich die Materialien jetzt her? Also Holz hat er jetzt gesagt, ne? Ich würde mal einfach sagen, ich fäll mir mal meinen Baum. So, keine Ahnung, was da jetzt drin war. Ich glaube Harz oder sowas noch. Die Frage ist jetzt nur, was brauchen wir jetzt genau? Harzschwimmer, das ist es nicht. Werkzeuge, Holzstab. Ach so, dafür brauchen wir den Harzschwimmer. Ach so, ich dachte, den haben wir schon. Den müssen wir herstellen. Okay, also Harz haben wir und Holz haben wir. Das können wir dann zum Harzschwimmer machen. Okay. Komischerweise haben wir das jetzt immer noch beides. Das ist das, was ich irgendwie nicht so ganz verstehe. Aber gut. Dann den Holzstab, den können wir jetzt auch herstellen. Was dann wohl die Angel sein soll. Jetzt habe ich eine Angel. Ich sollte sie direkt im Teich ausprobieren. Hier war noch gleich das Rezept. Fisch. Ein paar Karotten. Beim Rest habe ich nicht zugehört. Naja, wie auch immer. Das wird schon reichen. Ja. Leckerer Fisch mit Fragezeichen. Das befürchte ich leider auch. Aber gut, wir lassen uns überraschen. So, ich denke mal, hier kann man dann angeln. Aber ich kann die Angel nicht nehmen. Warum kann ich die Angel nicht nehmen? Angeln gehen. Ernsthaft? Müll. Okay. Ich muss jetzt selber erstmal gucken, wo ich hier drauf drücke. Nochmal angeln gehen. Ah, ich habe einen Wels. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber ich habe einen Wels gefangen. Okay. Gut. Ich glaube, viel mehr brauchen wir auch nicht. Ne? Karotten, die habe ich doch eben schon geholt, nehme ich mal an. So, Küche. Leckerer Fisch. Achso, steht schon drin. Zack. Das sieht nicht wirklich lecker aus. Ich hoffe, dass es wenigstens essbar ist. Oh nein. Wenn es zu dunkel wird, findet Jaja nicht mehr zurück.
Ich muss das Feuer auf dem Berggipfel anzünden, damit sie den Weg findet. Ich brauche nur eine Fackel. Das ist einfach. Jaja hat mir beigebracht, wie man eine macht. Ich glaube, ein bisschen Holz ist genug. Okay. Dass der immer wieder rausgeht, ist ziemlich nervig, aber okay. So, eine Fackel. Holz hatte ich ja eben nochmal neues geholt. Gut, die Fackel ist fertig. Ich muss vorsichtig sein. Feuer ist gefährlich. Ah, es wird dunkel. Es ist Zeit, das Feuer auf dem Berg anzuzünden. Gut, dass ich daran gedacht habe. Du bist so gewissenhaft, Koja. Beziehungsweise Koa, nicht Koja. Das Berg auf dem. Das Berg auf dem Gipfel, genau. Wovon redet der denn überhaupt? Da hinten? Oder? Hatte ich nicht hier irgendwas gesehen vorhin? Nee. Jetzt schlafen sie hier alle. Faule Viecher, ehrlich. Ah, Moment, da hinten ist was. Da leuchtet was. So. Da muss ich wahrscheinlich. Ich bin sicher, dass ich die Spitze erreichen kann, wenn ich wirklich schnell renne. Oh, okay. Das ist ein Zeitspiel. Oh, sowas hasse ich. Also, was hasse ich wirklich? Warum? Er kann da nicht hochspringen, ne? Der muss wirklich rennen. Das ist doch scheiße. Ich habe jetzt. Ich kann ja nicht schneller rennen, als ich jetzt gerannt bin. Das ist ja doof, echt. Aber der hat mich, glaube ich, eben quasi geblockt, ne? Also der hat mir die Zeit weggenommen, als er mir das gesagt hat, glaube ich. Gucken, vielleicht schaffen wir das ja jetzt beim zweiten Versuch. Ah, super. Ich glaube, ich kann Jaja von hier aus sehen. Ich bin froh, dass sie sicher angekommen ist. Ich hoffe, sie hat mir meine Schokolade mitgebracht. Ja, wir können sie sehen. Oh, die ist. Nee, die ist nicht vollgepackt. Das sah nur so aus gerade. Ja, hast du mir Schokolade mitgebracht? Die habe ich vergessen. Wie schade, ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich kein Abendessen gekocht. Du hast Abendessen gekocht? Ja, das Fischrezept, das du so gerne magst. Es ist nicht sehr gut geworden. Es hat mich nicht besonders inspiriert. Das ist schon in Ordnung. Es tut mir leid, ja. Keine Sorge, Koa. Es war dein erster Versuch. Das ist normal. Talent muss gefördert werden. Übung macht den Meister. Fürchte dich niemals davor zu scheitern oder falsch zu liegen. Mach einfach morgen wieder Abendessen. Dann übermorgen, dann überübermorgen. Bis alles klappt. Laufe niemals vor deinen Fehlern davon. Nächstes Mal mache ich's besser. Genau. Komme zum Tor der Wächter. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Aber nimm zuerst diesen Schlüssel und hole die Kristallkugel aus meiner Truhe. Aus deiner Truhe? Ja. Du hast mir noch nie erlaubt, in deine Truhe zu schauen. Heute machen wir eine Ausnahme. Wir treffen uns am Tor. Okay, da ist der heiß begehrte Schlüssel, den wir vorhin ja gesucht haben, nicht so wirklich, aber den wir vermisst haben. Schauen wir mal eben nach. Ah, hier ist der Kristall. Diese Truhe ist voll mit Kleinigkeiten von mir und einer Menge Briefe und Papier. Haku bewahrt alles auf, aber nichts Wertvolles. Ich werde Jaja den Kristall bringen. Okay. Zum Tor der Wächter, also genau auf der anderen Seite dann im Endeffekt, ne? Was wolltest du mir sagen, Jaja? Erinnerst du dich an die Geschichte über die Wächter? Ja. Sie beschützen das Meer und das Tor. Genau. Wann auch immer die Insel einer Bedrohung ausgesetzt war, versammelten sie sich hier und öffneten das Tor mit Hilfe der vier Kristalle. Öffnet sich das Tor irgendwann wieder? Nur wenn Mara in großer Gefahr ist.
Sie wird sich öffnen, wenn die vier Kristalle hier eingesetzt werden, wie vier Schlüssel. Ich wünschte, ich könnte sehen, was sich hinter ihr verbirgt. Jetzt ist dafür nicht der richtige Augenblick. Was ist mit den Wächtern geschehen? Sie sind nach und nach verschwunden. Nur wenige begriffen ihr Werk. Das ist traurig. Ich glaube, dass die Welt durch die Zusammenarbeit zwischen den Leuten angetrieben wird. Siehst du die Spirale auf dem Tor? Die Punkte sind voneinander getrennt, aber die Spirale verbindet sie alle. Der Wind von Mara. Stimmt. So wie wenn du mich um etwas bittest und ich dir helfe. Ja. Auch wenn du dich immer beklagst. Naja, ich würde am liebsten nichts tun. Liegst du denn nicht gern einfach nur im Gras? Natürlich, wer denn nicht? Es ist dir doch sehr wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Wenn einer dieser Punkte verschwindet, würde alles zusammenbrechen. Koa, du musst anderen helfen. Immer. Wie? Indem du ihnen gibst, was sie brauchen. Oder einen Samen einpflanzt. Jede Tat, so klein sie auch erscheint, kann anderen nützen. Müssen wir allen helfen? Selbst wenn sie gemein sind? Es gibt gemeine Leute, die verloren sind und Hilfe brauchen. Aber es gibt auch Leute, die wirklich gemein sind. Wie kann ich den Unterschied erkennen? Das erkennst du, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lade sie zum Essen ein. Das sagst du oft, Jaja. Mit Speis und Trank gewinnst du jedes Herz. Das stimmt auch, Koa. Vergiss das nicht. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Jetzt schon. Der Tag ging wirklich schnell vorbei. Gute Nacht, kleine Wächterin. Ach, es ist doch ein Sie. Koa hätte ich jetzt gesagt, das ist ein Er. Auch so von Haarschnitt her habe ich gedacht, das ist ein Er. Ja, cool. Geh zurück nach Hause und schlafe. Ja, dann würde ich sagen, darauf habe ich mich gehofft, dass das so ähnlich jetzt ablaufen würde, dass ich jetzt wirklich nach Hause gehe und ja, schlafen gehe und damit dann auch erstmal die erste Folge beende. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, im Moment macht es mir doch noch ja, großen Spaß, ist relativ, aber es macht mir auf jeden Fall Spaß, auch das Ganze zu erkunden und was es überhaupt noch alles gibt. Und man wird ja wirklich so von einem zum anderen geleitet, dass man anscheinend nicht wirklich was falsch machen kann. Und es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn euch auch der Sinn danach stehen würde, mehr davon zu sehen. Ich werde so oder so auf jeden Fall noch, sagen wir mal, zwei weitere Folgen machen, in der Hoffnung, dass ich das immer so pro Tag machen kann. Wenn es natürlich zu lange dauert, dann müssen wir halt den Cut vorher machen. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt erstmal für diese Folge, gehe jetzt schlafen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.